So, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum heutigen Webinar Einstieg in den Handel mit Swissquote. Mein Name ist Hill Stempfli, ich bin der Gastgeber des heutigen Webinars. Ich bin zuständig für die Retail Sales Abteilung hier in Zürich und natürlich auch für die Webinare. Mein heutiger Gast, Mischa Heer, ein Mitarbeiter von mir, er wird Ihnen heute die Einführung in die Plattform geben, wo Sie was finden auf der Webseite und natürlich auch noch ein paar Tipps und Tricks weitergeben. Bevor ich das Wort Mischa übergebe, möchte ich noch zwei, drei Slides zeigen. Ja, wer ist die Swissquote Bank? Wer sind wir? Was haben wir für Produkte im Angebot? Danach wird Ihnen dann Mischa aufzeigen, eben wie Sie das Konto individuell einstellen können. Er wird auch einen Trade simulieren. Was müssen Sie beachten, wenn Sie Trades bei uns in der Plattform eingeben? Kostenkonditionen, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Er wird Ihnen da auch zeigen, wie sich die Kostenstruktur zusammenstellt. Und ganz zum Schluss nehmen wir uns natürlich noch sehr gerne Zeit, einige Fragen von Ihnen zu beantworten. Ja, Swissquote. Wir sind von der Firma reguliert, eine Schweizer Bank seit mittlerweile doch 20 Jahren. Wir haben Niederlassungen über den Globus verteilt, aber natürlich den Hauptsitz in Gland in der Weltschweiz und auch die größte Niederlassung dann in Zürich. Rechts sehen Sie einige Kennzahlen zu Swissquote. Wir haben ja letzte Woche unsere Zahlen präsentiert. Eines vorweg war wirklich sehr, sehr erfreulich, die Zahlen, die wir unseren Aktionären präsentieren konnten. Sie sehen, wir haben mittlerweile über 410.000 Kunden. Wir haben eine sehr solide Kernkapitalquote von 23% und mittlerweile verwalten wir ein Vermögen von circa 40 Milliarden. Gehen wir auf die Dienstleistungen ein. Was hat Swissquote im Angebot? Man kann es eigentlich grob auf drei Bereiche aufteilen. Also wir haben die Trading-Plattform. Das ist auch da, wo wir heute den Fokus drauf setzen. Sie können über diese Plattform circa 2,5 Millionen Produkte handeln. Ein sehr, sehr großes Angebot. Die Kehrseite ist natürlich ein bisschen okay. Finden Sie als Newcomer, als Neuinvestor auch wirklich die richtigen Produkte? Auch da wird Ihnen Mischa heute Abhilfe schaffen, wie Sie Produkte finden, wie Sie da am besten und am einfachsten vorgehen. Des Weiteren bieten wir auch eine Robo-Advisory-Lösung an. Das ist ein elektronischer Vermögensverwalter, ist jetzt aber hier im heutigen Webinar kein größerer Bestandteil. Wir haben für den Robo-Advisor auch eigene Webinare. Falls Sie Interesse haben, dann können Sie mich sehr gerne direkt anschreiben. Des Weiteren haben wir auch im sogenannten Forex, im CFD-Trading, haben wir verschiedene Plattformen, wo Sie mit einem Leverage entsprechend traden können. Wir haben natürlich auch klassische Bankdienstleistungen wie Hypotheken, Lombardkredite und selbstverständlich dürfen auch Kreditkarten nicht fehlen. Wir gehen aber heute, wie gesagt, auf die Trading-Plattform ein. Hier sehen Sie mal, haben Sie einen kleinen Überblick, was für Produkte Sie über Swissquote, über diese sogenannte Trading-Plattform handeln können. Wir haben im traditionellen Produktebereich natürlich die Aktien. Wir bieten Ihnen da einen Zugang zu mittlerweile 60 Aktienmärkte weltweit. Wir haben ein sehr großes Angebot im Fondsbereich, sei es in den aktiv gemanagten Fonds oder aber auch im sogenannten ETF-Bereich. Nicht fehlen dürfen natürlich die Anleihen, obschon diese aktuell nicht wirklich interessant sind, wenn wir uns einfach die Zinssituation rund um den Globus anschauen. Auch im Derivativbereich sind wir stark vertreten. Wir haben selbstverständlich die klassischen Warrants, welche Sie über die SIX traden können. Für die Options Futures Trader haben wir auch die Eurex standardisierten Optionen. Wir haben Zugang zu der CME, der ISE. Also auch da haben wir alles, was das Anlegerherz begehrt. Unsere eigene Derivativplattform, die sogenannte Swissdots. Da müssen Sie, das ist wirklich etwas Exklusives, welches Sie nur als Swissquote-Kunde handeln können. Möchten aber jetzt da heute nicht zu so detailliert auf die Swissdots-Plattform eingehen. Das würde dann effektiv den Rahmen sprengen.
Wir haben aber eine Webinarreihe geplant, die wird voraussichtlich Ende April starten, wo wir dann wirklich explizit auf die SwissDots-Plattform eingehen. Natürlich, Kryptowährungen dürfen nicht fehlen. Mittlerweile haben wir 12 Kryptowährungen im Angebot. Auch da wird Ihnen Mischa sehr gerne zeigen, wie Sie die Kryptowährungen sehr einfach und bequem über die Trading-Plattform traden können. So, das war's von der theoretischen Seite. Jetzt gehen wir in die Praxis und ich übergebe an dieser Stelle an Mischa. Danke, Cyril. Und auch von meiner Seite herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Wir wechseln jetzt gleich auf unsere Homepage und beginnen hier mit der Ansicht. Wenn Sie swissquote.ch eingeben, dann landen Sie hier auf dieser Homepage. Hier erhalten Sie zuerst mal einen schönen Überblick, was neu ist von unserer Seite. Wenn wir hier jetzt zum Beispiel ein neues Theme Trading lancieren, dann werden Sie das hier gleich sehen. Cyril hat es angedeutet, wir haben unsere Ergebnisse letzte Woche präsentiert. Wenn es Sie interessiert, können Sie hier oben auf Company klicken und dann sehen Sie gleich eine Übersicht. Ich muss das noch kurz auf Deutsch ändern. Das können Sie auch oben rechts einfach die Sprache anpassen, falls es bei Ihnen auf Englisch ist. Wie gesagt, hier sehen Sie unseren Geschäftsbericht oder erfahren Sie ein bisschen mehr über SwissQuote, wer wir sind, was wir anbieten und was so unsere Werte und Kultur ist. Dann natürlich ganz wichtig für alle Investoren ist die Seite Märkte und Kurse. Hier erhalten Sie wirklich auf einen Blick einen guten Überblick, was gerade momentan an den Märkten passiert. Sie sehen hier die verschiedenen Aktienindizes. Hier haben wir zum Beispiel den Chart vom SMI, wie der heute performt hat. Sie sehen hier auch gleich schön visualisiert, wie viele Schweizer Aktien nach oben gegangen sind, wie viele nach unten und wie viele sich kaum oder gar nicht verändert haben. Genau, natürlich auch wichtig, hier sehen Sie, wie die Währungen performt haben oder auch die Rohstoffe. Und für mich interessant vor allem sind die Top-News von heute. Was gerade so aktuell ist, wird Ihnen hier aufgezeigt. Sie sehen auch gleich, wie alt diese News sind. Auf diese Seite gehen wir später dann nochmals im Detail drauf ein. Hier finden Sie nämlich auch unsere Produkte. Und vor allem für Sie relevant, alle, die ein E-Trading-Konto haben, wäre hier oben die Lasche Trading. Hier sehen Sie natürlich die Vorteile, die Sie haben mit Ihrem Konto, was Sie alles handeln können, also zum Beispiel die 12 Kryptos. Schauen wir nachher auch gleich an, wie das dann mit dem Handel funktioniert. Und zu guter Letzt schauen wir dann auch noch die Tarife an. Da gehen wir dann noch in mehr Detail drauf ein. Aber auch natürlich, wenn Sie sich informieren wollen über die verschiedenen Produkte, dann haben Sie hier unter der Lasche Märkte und Produkte, sehen Sie Informationen zu Aktien, zu unseren Themes Trading oder ETFs, SwissDots, was auch immer Sie interessiert. Hier finden Sie mehr Informationen dazu. Und natürlich auch unsere Webinare, die finden Sie unter Services. Wenn Sie hier auf Webinare klicken, dann kommen gleich die geplant sind. Sie können aber auch hier von bevorstehend, können Sie wechseln auf On Demand. Und dann sehen Sie die aufgezeichneten Webinare. Wenn Sie eine Aufzeichnung von diesem Webinar wollen, können Sie uns natürlich kontaktieren. Und jetzt gehen wir gleich in die Kontoübersicht rein, weil wie bereits angesprochen, wir bieten noch Robo-Advisory an oder auch Forex. Können Sie sich gerne genauer informieren. Diesbezüglich haben wir aber auch immer wieder Webinare geplant. Genau, ich habe jetzt oben rechts auf Login geklickt und dann Login E-Banking. Jetzt sehen Sie, kommen wir an das E-Trading-Konto rein. Ich will Ihnen aber zuerst die Kontoübersicht zeigen. Und zwar können Sie das oben rechts via mein Konto da hinein navigieren. Und jetzt sehen Sie eine Übersicht Ihrer Konten. In unserem Fall, wir haben jetzt hier ein Trading-Konto. Sie können aber natürlich, wenn Sie möchten, kostenlos ein neues Konto hinzufügen. Angenommen, Sie sind an Robo-Advisory interessiert, können Sie natürlich hier einfach auf Jetzt eröffnen klicken. Der Vorgang ist relativ schnell abgewickelt, da Sie sich ja bereits bei uns identifiziert haben mit der ersten Kontoeröffnung. In der Kontoübersicht haben Sie zusätzlich auch noch Zahlungen und Überweisungen. Hier muss gesagt sein, die SwissQuote Bank ist nicht spezialisiert auf Zahlungen. Sie können selbstverständlich eine Zahlung machen auf Ihr Bankkonto oder auch eine internationale Überweisung. Allerdings muss gesagt sein, dass
eine Inlandzahlung bei uns 2 Schweizer Franken kostet, weil wir halt wirklich, wie gesagt, auf Trading spezialisiert sind. Leider kommt bei mir hier eine Fehlermeldung. Ich glaube, wir haben die Zahlungsfunktion nicht aktiviert in diesem Konto. Auf jeden Fall, bei Ihnen wird hier eine Übersicht kommen, wo steht einfache Zahlung. Da haben Sie ein Feld, da können Sie einfach die IBAN eintippen, an die Sie überweisen wollen, rechts den Betrag angeben und auch die Währung auswählen, in der Sie zahlen wollen. Und dann werden Sie gleich weitergeführt, dann können Sie den Begünstigten eingeben und die Zahlung abwickeln. Und natürlich auch wichtig für Sie ist die Lasche Dokumente. Sprich, wenn Sie jetzt einen Titel kaufen, dann kommt hier in Dokumenten, erhalten Sie dann eine Börsenabrechnung. Oder natürlich auch für die jährliche Steuererklärung werden wir Ihnen hier die Dokumente hochladen. Wenn Sie da draufklicken, haben Sie eine Filterfunktion. Sprich, wenn Sie jetzt verschiedene Portfolio hätten, also verschiedene Konten, dann könnten Sie hier die einzelnen Konten auswählen. In unserem Fall ist es jetzt ein Trading-Konto und hier sehen Sie unter Dokumentart haben Sie ja einiges zur Auswahl. Zum Beispiel die Portfolio-Wertentwicklung könnten Sie verwenden für die Steuern. Wenn Sie einen speziellen Auszug bestellen wollen, haben Sie oben rechts noch die Funktion, bei uns einen offiziellen Steuerausweis zum Beispiel zu bestellen. In der Regel reicht aber die Portfolio-Wertentwicklung für die Steuererklärung. Dann gehen wir zurück in die Kontoübersicht. Wie gesagt, hier mit dieser Lasche könnten Sie ein zusätzliches Konto hinzufügen. Oder aber für alle die an Crypto Trading interessiert sind, könnten Sie einfach in der Kontoübersicht runterscrollen und hier sehen Sie die Lasche entdecken. Hier hätte es dann ein Bitcoin-Logo, wo steht die Plattform jetzt ausprobieren. Das heißt, Sie würden die Crypto-Plattform aktivieren und das würde dann unter Ihrem E-Trading-Konto angeschlossen werden. Sie sehen hier, wir haben die Plattform bereits aktiviert. Das heißt, wir haben jetzt hier die Krypto-Anlagen. Wir haben noch keine Kryptos gekauft, deshalb ist der Gesamtwert bei null momentan. Und wenn Sie jetzt auf die Krypto-Plattform zugreifen wollen, können Sie einfach hier rechts auf Zugang klicken. Genau, und jetzt sehen wir eine Übersicht. Wir sind jetzt an der Krypto-Börse sozusagen. Sie sehen hier, die Kryptowährungen können Sie immer gegen US-Dollar oder gegen Euro handeln. Der bekannteste mit Abstand ist natürlich Bitcoin. In unserem Fall wird er genannt XBT gegen US-Dollar zum Beispiel. Wir bieten aber auch Ethereum an, Chainlink, Tezos, Ripple etc. Also momentan 12 Kryptowährungen. Wir sind aber konstant daran, das Angebot auszuweiten. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das funktioniert mit einem Trade platzieren. Und zwar, wenn Sie in der Krypto-Plattform sind und angenommen, Sie wollen jetzt zum Beispiel den Bitcoin gegen US-Dollar kaufen, dann können Sie einfach hier auf Trade klicken und dann kommen Sie in die Auftragsmaske. Hier sehen Sie einen neuen Auftrag ganz oben und Sie sehen auch Bitcoin gegen US-Dollar. Im Chart hier sehen Sie direkt den momentanen Preis, ist bei ungefähr 59.000 US-Dollar. Und wenn Sie hier ein bisschen runterscrollen, sehen Sie immer den Geldkurs sowie der Briefkurs. Geldkurs ist der Kurs, zu dem Sie den Bitcoin verkaufen. Der Briefkurs ist der Kurs, zu dem Sie den Bitcoin kaufen. In unserem Fall, wir würden jetzt eine Transaktion ausführen, und zwar würden wir etwas kaufen. Und hier sehen wir gerade den verfügbaren Betrag, den wir auf dem Konto haben in US-Dollar. Und die Auftragsart bei Cryptocurrencies ist immer Limit, ist immer eine Limit-Order. Das heißt, mit Limit bestimmen Sie den maximalen Preis, den Sie bereit sind zu zahlen für Bitcoin oder für jedes Produkt, das Sie wählen, wenn Sie eine Limit-Order ausführen. In unserem Fall, angenommen, ich würde jetzt sagen, ich gehe davon aus, dass der Bitcoin auf 51.000 Dollar fällt, dann könnte ich hier 51.000 Dollar eintippen. Das heißt, ich würde Bitcoin erst kaufen, wenn der Kurs auf 51.000 Dollar fällt. Und hier unten kann ich bestimmen, ob ich die Anzahl in Bitcoin angeben will oder in US-Dollar. In meinem Fall, ich will jetzt zum Beispiel für 1.000 US-Dollar will ich Bitcoin kaufen. Und dann können Sie auf Auftrag erstellen klicken. Dann erhalten Sie nochmals die Auftragdetails. Also das heißt, Sie sehen, wie viel Bitcoin Sie effektiv kaufen. Sie sehen auch die Auftragsart, also wäre jetzt eine Limit-Order, zum Preis von 51.000 US-Dollar.
Und dann sehen Sie auch gleich, wie viel Bitcoin Sie erhalten, was die Kosten sind und wie viel davon Gebühren sind. Und wenn Sie zufrieden sind mit dem Auftrag, den Sie eingegeben haben, können Sie auf Auftrag erteilen klicken. Ansonsten können Sie natürlich den Auftrag ändern. Ich bin jetzt zufrieden mit dem, was ich eingegeben habe. Das heißt, ich klicke mal auf Auftrag erteilen. Und jetzt sehen Sie auch sogleich, jetzt haben wir hier einen offenen Auftrag. Also Sie sehen, wir kaufen Bitcoin zum Preis von 51.000 und der Auftrag wird momentan gesendet. Der Auftrag wird dann offen sein, bis er ausgeführt wird. Das wäre eigentlich soweit zur Krypto-Plattform. Also es funktioniert, der Kauf funktioniert dann gleich für alle Cryptocurrencies, die wir anbieten. Also es ist jetzt egal, ob Sie jetzt Bitcoin kaufen oder Ethereum, die Funktionalitäten sind die gleichen. Und hier vielleicht noch in der Auftragshistorie, hier sehen Sie dann den Status, wir haben vorhin mal getestet, den haben wir wieder gelöscht. Dann sehen Sie hier den Status gelöscht und in den Transaktionen, es hat momentan keine Transaktionen. Sobald der Trade aber ausgeführt wird, werden diese hier in der Transaktion aufgelistet. Genau, und dann gehen wir zurück in die Kontoübersicht. Und dann sind wir wieder da, wo wir unser Trading-Konto sehen, inklusive IBAN, sowie Gesamtwert des Kontos. Und jetzt werden wir zusammen die Trading-Plattform individuell einstellen. Und dazu müssen Sie einfach hier auf Zugang klicken. Und dann kommen Sie in die Trading-Plattform rein. Bei uns ist das jetzt ganz leer. Sie werden schon gewisse Widgets drin haben. Wir werden aber jedes einzelne besprechen und deshalb werde ich einfach von neu beginnen. Und zwar beginnen wir gleich mit der Vermögensübersicht. Sie können das einfach jeweils, die Widgets, wenn Sie eins hinzufügen wollen, einfach mit Drag and Drop können Sie das hier reinziehen. Und zwar in der Vermögensübersicht sehen Sie einerseits natürlich Ihre IBAN, sowie in Fett gedruckt ist die Kontonummer. Sie sehen, was Ihr verfügbarer Betrag ist. In unserem Fall wird das alles in Schweizer Franken eingegeben. Das schauen wir nachher auch an, wie man das umstellen kann, wenn man das will. Cyril hat es angesprochen wegen des Lombard-Kredites. Wenn Sie jetzt Aktien halten würden, dann wäre jetzt hier ein Betrag, um den Sie Ihre Kaufkraft erhöhen können, sprich einen Lombard-Kredit aufnehmen. Und hier natürlich die Performance, die bei uns jetzt seit dem 16. Juni 2020 eingestellt ist, kann man aber natürlich auch anpassen. Und falls Sie hätten, wären hier noch die Flat Fee Trades aufgelistet. Die schauen wir auch ganz kurz am Schluss an, was das genau ist. Und dann auch wichtig sind natürlich die Vermögenswerte. Bei SwissQuote sind die Konti Standard mit den drei Währungen ausgestattet, mit Schweizer Franken, Euro und US-Dollar. Sie können aber natürlich verschiedene Währungen hinzufügen. Und zwar macht das Sinn, wenn Sie zum Beispiel am kanadischen Aktienmarkt handeln wollen, sprich in Toronto zum Beispiel, da macht es Sinn, wenn Sie kanadische Dollar hinzufügen. Und zwar können Sie das unter Einstellungen, dann auf Mein Profil, dann sehen Sie hier links Währungen und Währungen hinzufügen. Und jetzt in meinem Fall will ich zum Beispiel die kanadischen Dollar noch hinzufügen, dann kann ich das einfach hier im Menü auswählen, klicke ich auf CAD. Und dann OK. Und Sie sehen, es ist bereits hinzugefügt. Und diese Funktion hier bei den Vermögenswerten ist sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel davon ausgehen, dass Sie nächste Woche am US-Aktienmarkt etwas kaufen, dann können Sie und Sie nur Schweizer Franken halten, dann können Sie natürlich die vorgängig von Franken in Dollar wechseln, indem Sie hier links einfach auf Wechsel klicken. Dann kommen Sie in eine neue Übersicht. Und zwar hier der zu kaufende Betrag, sagen wir wollen 1.000 Dollar kaufen und wir wollen unsere Schweizer Franken verkaufen, dann können Sie hier einfach eine Kursanfrage stellen. Leider ist der Betrag zu groß, wir haben keinen Betrag verfügbar, aber wenn Sie hier auf Request Quote klicken, dann wird Ihnen angezeigt, zu welchem Kurs gewechselt wird und auch was die Gesamtkosten sind, beziehungsweise wie viel Schweizer Franken Sie das kosten würde. Und dann können Sie, wenn Sie möchten, den Kauf von US-Dollar annehmen oder Sie können natürlich auch auf einen besseren Moment warten, wie Sie möchten. Sie können aber natürlich auch US-Aktien kaufen, wenn Sie nur Schweizer Franken haben. Was dann passiert ist, Ihr US-Dollar-Konto wird ins Minus fallen, um den Betrag, zu dem Sie kaufen.
Aber am Ende vom Tag gibt es dann einen automatischen Ausgleich des Kontos. Das heißt, es wird so viel Schweizer Franken genommen, bis das US-Dollar-Konto auf Null gesetzt ist. Ein sogenannter Auto-Forex. Da gehen wir weiter. Also natürlich wichtig sind die Positionen. Wenn Sie jetzt Aktien kaufen, dann werden Ihnen diese hier in den Positionen angezeigt. Sie sehen zum einen den Einstandspreis, zu dem Sie gekauft haben. Sie sehen aber natürlich auch immer deren Tagesveränderung sowie auch die Veränderung, seit Sie gekauft haben. Und auch wichtig sind die Auftragsmaske. Sie sehen hier, wir haben vorhin einen Bitcoin-Trade platziert. Dieser ist jetzt hier aufgelistet. Und Sie sehen hier nochmals die Auftragsart, also es war eine Limit-Order. Sie sehen den Limit-Preis, den wir eingegeben haben, das Datum, beziehungsweise hier ist es jetzt die Uhrzeit, weil es von heute ist, und natürlich auch den Status des Auftrags. Wenn Sie Aktien kaufen, beziehungsweise Aufträge eingeben, dann werden die hier einfach hinzugefügt. Bei den Kryptowährungen können Sie die Aufträge leider nicht direkt ändern, sondern Sie könnten sie aber, wenn Sie nicht zufrieden sind mit dem Auftrag, können Sie den Auftrag löschen und entsprechend dann neu erfassen. Dann die persönliche Liste. Hier können Sie, wenn Sie zum Beispiel gewisse Aktien gerne verfolgen möchten, können Sie die hier einfach hinzufügen. Also sagen wir jetzt zum Beispiel, ich bin interessiert an Pharmaaktien. Dann könnten Sie hier eine Liste erstellen mit verschiedenen Pharmaaktien, die Sie beobachten möchten. Dann können Sie hier oben einfach Doppelklick, dann können Sie den Titel anpassen und hier unten können Sie einfach ein Symbol hinzufügen. Dann nehmen wir jetzt mal die Novartis rein und zwar einfach eintippen und dann sehen Sie hier Novartis gelistet an der SIX in Schweizer Franken. Dann können Sie die hinzufügen und sehen entsprechend die Währung und der letzt bezahlte Kurs sowie die Tagesveränderung. Und da macht es natürlich Sinn, wenn Sie eine Liste erstellen, dass Sie mehrere reinnehmen. Dann nehmen wir hier zum Beispiel noch die Roche, einfach um es zu vergleichen. Und dann sehen wir hier auch gleich die Performance von Roche. Wenn Sie jetzt zum Beispiel hier einen Titel rauslöschen wollen, dann können Sie einfach hier oben auf den Bleistift klicken und dann in die Liste rein und entsprechend auf das X klicken, um es aus der Liste zu löschen. Sie können natürlich auch mehrere Listen erstellen und diese individuell benennen, damit Sie die Übersicht behalten. Und für mich sehr wichtige Funktion wäre die Funktion Suchen und Handeln. Wenn Sie jetzt gerade wissen, was für einen Titel Sie kaufen wollen, zum Beispiel Sie wollen die Novartis kaufen, dann können Sie hier einfach Novartis eintippen und Sie sehen dann auch gleich die verschiedenen Börsenplätze, wo Sie die Novartis handeln können. Wir gehen dann, wenn wir den Trade platzieren, gehen wir da noch mehr im Detail drauf an. Ich gebe Ihnen noch einen kleinen Tipp, auf was Sie achten sollten bezüglich des Börsenplatzes. Und auch noch ein Widget, das sich lohnt, sind die News. Die können Sie dann zum Beispiel mit Drag and Drop auf die linke Seite nehmen und dann haben Sie immer die Market Updates. Sie können das auch entsprechend filtern nach zum Beispiel Schweizer News, was gerade so passiert. Sie sehen hier auch immer wieder, wie aktuell die News effektiv sind. Und für die Optionstrader unter Ihnen kann ich die Mine Option Chain sehr empfehlen. Das ist einfach eine Gegenüberstellung der Call- und Put-Optionen des jeweiligen Wertes. Sie können hier auch die Griechen hinzufügen etc. Da will ich aber nicht weiter im Detail darauf eingehen und entferne dieses Widget auch gleich, indem ich hier einfach auf das X klicke. Wenn Sie interessiert sind an Optionen, können Sie uns gerne eine E-Mail zukommen lassen, dann können wir Ihnen natürlich mehr Informationen diesbezüglich schicken. Genau, und Sie sehen hier, jetzt fragt es mich, ob ich das wirklich löschen will. Das nehme ich raus. Und bei den Widgets, das wären so die wichtigsten, die Sie benötigen. Dann gehen wir noch ganz kurz auf die Einstellungen ein. Und zwar können Sie einfach hier unten klicken, Einstellungen. Und dann kommen Sie auf die Trade-Maske bzw. mein Profil. Sie können hier auswählen, wenn Sie möchten, den Standardauftragstyp können Sie natürlich ändern von Limit auf Market oder auf Stop Order. Ich lasse das jetzt auf Limit Order, einfach weil es, ja, für mich ist es die Standardlösung für mich ist die Limit Order. Und unter mein Profil können Sie, wie gesagt, ich habe es vorhin angesprochen, Währungen hinzufügen. Sie sehen hier
Wir haben einiges zur Auswahl, sei es Pfund, eben zum Beispiel, wenn Sie in London handeln, oder Singapore Dollars, was auch immer Sie wünschen. In der Regel bieten wir es hier an unter den Währungen. Und die Referenzwährung ist standardmäßig Schweizer Franken. Das heißt, Ihre Performance etc. wird konsolidiert in Schweizer Franken. Wenn Sie jetzt zum Beispiel aber nur US-Dollar halten und alles US-Aktien sind, könnten Sie hier natürlich die Referenzwährung auf US-Dollar wechseln. Und auch hier in der Vermögensübersicht habe ich es angesprochen, Sie sehen, die Performance ist seit dem 16. Juni. Sie können das aber in den Einstellungen ändern. Wenn Sie zum Beispiel einfach die Performance von Anfangsjahr wollen, könnten Sie hier einfach den 1. Januar 2021 eingeben. Und natürlich auch die Sprache können Sie anpassen, ist hier jetzt standardmäßig bei uns Deutsch, können Sie natürlich aber auch auf Englisch, Französisch, Italienisch, was Ihnen am liebsten ist. Und ich persönlich bin ein großer Fan vom Dark Mode. Das heißt, es wird Ihnen dann einfach alles in Schwarz dargestellt, wie man es hier sieht. Wir lassen das aber jetzt auf der Light Version, weil das einfach der Standard ist. Genau, also ich denke, hier die wichtigste Funktion wäre wirklich die Funktion, die Währungen hinzuzufügen. Das wäre es soweit von der Einstellung, vom Personalifizieren. Also Sie sehen, Sie können hier wirklich individuell anpassen. Sie können Sachen, die Sie nicht brauchen, können Sie rauslöschen. Sie können das alles verschieben, wie Sie möchten. Also einfach so, dass es wirklich für Sie persönlich passt. Und jetzt werden wir auch gleich den ersten Trade anschauen. Und zwar, ich habe es vorhin angesprochen, nehmen wir einfach mal Novartis. Wenn Sie das bei Suchen und Handeln eingeben, dann kommen verschiedene Ergebnisse, seien es Aktien, strukturierte Produkte, Optionen, Futures oder Bonds. Wir fokussieren uns jetzt mal auf die Novartis-Aktie. Und zwar, wenn Sie das eintippen, sehen Sie hier die Anzahl, die erscheint, sind 21. Sie können sich ein bisschen orientieren am Volumen. Also Sie sehen, Sie können Novartis an verschiedensten Börsen handeln. Es macht aber Sinn, dass Sie auf das Volumen achten. Also Sie sehen hier an der SIX, die Novartis ist an der SIX primär gelistet. Das heißt, hier haben Sie auch mit Abstand das größte Volumen. Und es empfiehlt sich entsprechend, die Aktie hier zu handeln, weil Sie sie auch auf jeden Fall erhalten bzw. loswerden können in der Regel. Und bevor wir dann effektiv den Trade platzieren, will ich noch kurz etwas zeigen. Und zwar, wenn Sie links auf das kleine Dreieck klicken, dann erscheint ein weiteres Dropdown-Menü. Und hier sehen Sie zum Titel ein bisschen zum Beispiel die News, was gerade aktuell ist. Sie sehen die Kursangaben und Sie haben hier natürlich auch einen kleinen Chart. Hier ist aber, der Chart ist zu klein, Sie können wahrscheinlich nicht so viel daraus lesen. Was Sie aber machen können, indem Sie hier draufklicken, kommen Sie zum Beispiel ins Analysis-Tool. Und hier sehen Sie, das ist von der Chart-Ansicht her viel detaillierter, wie einfach in diesem kleinen Feld. Und zwar können Sie hier verschiedene Indikatoren hinzufügen. Ich nehme die jetzt mal raus, einfach, dass Sie sehen, so sieht es einfach aus. Das ist jetzt der Chart. Das wäre jetzt in diesem Fall ein Candlestick-Chart. Sie können diesen natürlich anpassen auf zum Beispiel einen Linienchart, wenn für Sie das lieber ist, oder einen Barchart. Ich persönlich bevorzuge die japanischen Candlesticks, einfach weil man da noch einige Informationen rauslesen kann. Und dann, wie angesprochen, auf der linken Seite können Sie verschiedene Indikatoren hinzufügen. Zum Beispiel können wir hier das Volumen nehmen. Sie sehen hier in grün wäre das bullische Volumen und in rot wäre das bearish Volume. Sie können natürlich aber auch Indikatoren hinzufügen, wie der MACD, Moving Average, Convergence, Divergence. Gehe ich nicht weiter im Detail darauf an, aber einfach für die technischen Analysten unter Ihnen ist das Analysis-Tool sicher ein interessantes Tool. Was noch wichtig ist generell, Sie können hier oben einstellen von die Frequenz des Charts. Also Sie sehen hier, wenn Sie hier historisch angeklickt haben, sehen Sie, die Häufigkeit der Candlesticks wäre jetzt auf täglich eingestellt und die gesamte Zeitspanne ist ein Jahr. Sie können natürlich aber auch auf Intraday wechseln. Und zwar können Sie dann auch wieder die Frequenz einstellen. Sagen wir wollen 15 Minuten Intervall und eine Zeitspanne von 3 Tagen. Und dann sieht das Ganze schon ein bisschen anders aus. In der Regel, ich fokussiere mich auf die historischen, sprich ein bisschen längerfristig.
Genau, und jetzt gehen wir wieder zurück in unsere Suchen und Handeln Box. Also wir haben hier immer noch die Novartis und wollen jetzt hier einen Trade platzieren. Wenn es dann lädt. Genau, also das wäre wieder die, Sie sehen hier, das Volumen ist bei über 5 Millionen getradetes Volumen. Das heißt, es macht auch Sinn, dass man die Novartis an der SIX kaufen würde. Dann können Sie einfach auf Trade klicken und jetzt kommen Sie in ein Handelsfenster. Ja, die Schweizer Börse, die SIX, ist momentan geschlossen. Sie können natürlich aber trotzdem einen Trade platzieren. Und zwar sehen Sie den Geldkurs, sprich zu dem Kurs, zu dem Sie verkaufen können, und der Briefkurs, sprich der Kurs, zu dem Sie kaufen können. Momentan, wir besitzen da noch keine Aktie. Das heißt, der Transaktionstyp wäre ein Kaufauftrag. Und dann geben wir einfach mal zwei Aktien ein, die wir kaufen wollen. Und bei der Auftragsart, je nach Börsenplatz, ist das ein bisschen unterschiedlich, was für Optionen Sie haben. Wir gehen im Detail auf Limit, Market, Stop und Stop Limit ein. Und zwar der Limitauftrag, wie bei den Cryptos angesprochen, ist der maximale Betrag, den Sie zahlen möchten für die Aktie. Ich bestimme jetzt einen Limitkurs von 75 Franken. Ich will maximal 75 Franken zahlen für die Novartis-Aktie. Dann kann ich das einfach unten eingeben. Wenn Sie jetzt eine Market Order auswählen, dann ist wichtig zu beachten, dass 10% zusätzliche Kaufkraft werden blockiert, weil nicht bestimmt ist, zu welchem Kurs Sie effektiv kaufen. Sprich, bei einer Market Order geht der Auftrag einfach in die Börse und wird zum schnellstmöglichen Preis ausgelöst. Deswegen wird 10% zusätzliche Kaufkraft blockiert. Und dann die Stop-Order wäre jetzt bei einem Verkaufsorder, wäre das, um sich abzusichern. Also wenn Sie hier verkaufen würden und dann zum Beispiel die Stop-Order eingeben, dann wäre das eigentlich ein Stop-Loss. Das heißt, Sie definieren ein Level, auf das die Aktie maximal fallen darf, bis Sie verkaufen möchten. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel bei 80 kaufen und sich absichern wollen, dass Sie nicht mehr als 5 Franken pro Aktie verlieren, dann könnten Sie hier einen Stop-Order bei 75 Franken eingeben. Das heißt, wenn die Aktie auf 75 Franken fällt, würde Ihre Order verkauft. Und Stop-Limit ist ähnlich. Da setzen Sie auch einen Trigger, und zwar den Stop-Trigger. Das heißt, wenn es auf 75 Franken fällt, dann wird die Aktie verkauft. Wir können das hier eingeben, dann geben Sie den Trigger ein bei 75 und dann können Sie hier unten die Limit Order eingeben. Das ist einfach eine Kombination von einer Stop Order und einer Limit Order. Genau, aber wir wollen jetzt einen Kaufauftrag platzieren. Das heißt, wir wechseln jetzt hier wieder auf Kauf und machen eine Limit Order und zwar zu 75 Franken. Und dann unter dem vierten Punkt können Sie noch das Datum wählen, bis wann der Auftrag platziert bleiben soll. Heute geht es natürlich nicht, weil die SIX geschlossen ist. Ich nehme aber zum Beispiel einfach, ich will, dass die Order bis morgen sicher platziert ist oder platziert bleibt, besser gesagt. Und dann klicke ich einfach auf Auftrag erstellen. Und Sie sehen, hier kommt die Meldung, nach dieser Transaktion wird Ihr Frankenkonto einen Negativsaldo aufweisen. Das heißt einfach, dass es am Ende vom Tag einen Ausgleich gibt, wenn man jetzt zum Beispiel US-Dollar auf dem Konto hat, aber keine Franken. Und dann können wir den Auftrag platzieren. Und Sie sehen jetzt auch nochmals eine Bestätigung. Es ist ein Kaufauftrag. Wir kaufen zwei Aktien, gültig bis morgen Abend, zu einem Limitpreis von 75 Franken. Genau, und jetzt sehen Sie hier, ist jetzt die Novartis als Auftrag erfasst. Wieder ein Limit-Order, 75 Franken. Status ist offen. Wenn Sie jetzt gemerkt haben, oh, Sie haben sich vielleicht vertippt beim Preis, können Sie einfach hier ganz einfach den Auftrag ändern. Das geht für Aktien, die an der SIX gelistet sind. Für US-Aktien müssten Sie dann einfach den Auftrag löschen und neu erfassen. Aber wenn Sie hier einfach auf Auftrag ändern klicken, kommen Sie wieder in die gleiche Auftragsmaske rein. Genau, und vielleicht noch wichtig, Sie sehen hier unten rechts immer direkt den geschätzten Gesamtbetrag, sowie auch die Gebühren, die Sie für den Auftrag zahlen. Genau. Und dann, ich habe es angesprochen, also das wäre jetzt eigentlich so die Art, wie Sie einen Trade platzieren. Sie können das einfach übersuchen und handeln, wenn Sie schon wissen, was für ein Produkt Sie kaufen möchten. Hingegen, wenn Sie sich ein bisschen mehr informieren möchten, wäre die Seite Märkte und Kurse, können Sie hier oben zugreifen.
Hier sehen Sie, wie wir am Anfang besprochen haben, die Übersicht der momentanen Market Performance. Ich will hier auf zwei Produkte im Detail eingehen, und zwar auf die Themes Trading sowie auch auf die ETFs. Und zwar die Themes Trading sind Zertifikate, die von der Swissquote lanciert sind. Wie es der Name sagt, es handelt sich um bestimmte Themen. Also Sie sehen hier, wir bieten einiges an von Nachhaltigkeit und Impact Investing, zum Beispiel Global Recycling oder auch Vegetarismus bis hin zu nachhaltiger Energie. Aber auch natürlich momentan sehr im Trend wäre E-Mobility. Ich meine, wir alle kennen Tesla und haben wahrscheinlich auch mitgekriegt, was Tesla für eine Performance hingelegt hat, vor allem im letzten Jahr. Aber E-Mobility ist natürlich nicht nur Tesla. Und hier haben wir ein Zertifikat lanciert. Sie sehen, wenn Sie auf Details klicken, kommen Sie in eine neue Übersicht. Sie sehen immer direkt einen Chart, sprich, wie hat das Zertifikat performt, hier gegenüber dem SPI, also Swiss Performance Index. Sie sehen in blau der SPI relativ konstant und das E-Mobility-Zertifikat hat seit dem 23. Oktober rund 58% Performance hingelegt. Und natürlich bieten wir auch eine kurze Beschreibung, was ist das Zertifikat, wieso haben wir es lanciert und wieso glauben wir an Potenzial dieses Zertifikats. Weiter unten haben Sie dann auch Zugriff auf das Termsheet, sowie Sie sehen die Tagesveränderung des ganzen Zertifikates, das Symbol, sprich wenn Sie es direkt suchen, können Sie einfach mit diesem Symbol suchen und natürlich am allerwichtigsten ist das Portfolio, sprich was beinhaltet das Zertifikat. Sie sehen hier, also es geht von Denso, also japanische Titel, zu ABB, aber auch zu Advanced Micro Devices, sprich eigentlich nicht ein Elektroautohersteller, aber natürlich ein Chiphersteller, was natürlich auch sehr wichtig ist für den E-Mobility-Sektor. Und Sie sehen hier, Sie können das natürlich auch nutzen, um selber Trading-Ideen zu sammeln. Diese Zertifikate sind aber eine gute Art, in einen Sektor zu investieren, wie hier zum Beispiel E-Mobility, aber nicht auf eine einzelne Firma sich zu fokussieren, sondern mehrere Firmen gleichzeitig abzudecken. Genau, und dann gehe ich nochmals kurz auf die Übersicht zurück. Hier sehen Sie auch immer ein bisschen die neuesten Zertifikate oder eben was gerade trending ist. Sie sehen hier E-Mobility oder auch natürlich die Akkubranche oder können es natürlich auch filtern nach Performance. Das wäre es soweit zu den Themes Trading. Dann schauen wir uns noch die ETFs und ETP an mit dem Fokus auf den ETF Leaders. Und zwar haben wir als Swissquote verschiedene Partnerschaften sind wir eingegangen, unter anderem mit der UBS oder auch mit iShares von BlackRock. All diese ETFs können Sie zu 9 Franken, 9 Euro oder beziehungsweise 9 Dollar flat handeln. Sprich, egal was für ein Volumen, Sie zahlen einfach 9 Franken Gebühren von der Swissquote-Seite her. Hier erhalten Sie eine Übersicht. Also wir haben zum Beispiel rund 340 UBS-ETFs im Angebot oder auch 280 iShares von BlackRock, die zu den ETF-Leaders zählen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie suchen nach einem bestimmten ETF oder einem ETF in einer bestimmten Anlageklasse, dann können Sie hier auf der linken Seite den ETF Finder verwenden und dann kommen Sie hier in eine neue Übersicht. Sie sehen hier 1282 Ergebnisse. Ist natürlich ein bisschen viel, um das alles durchzuschauen. Wenn Sie jetzt aber sagen, okay, Sie suchen einen ETF im Energiebereich, dann können Sie hier natürlich die Anlageklasse definieren. Und zwar können Sie einfach sagen, okay, ETF im Energiebereich. Und dann ist es schon viel übersichtlicher. Jetzt haben wir nur noch 10 Ergebnisse. Und zwar sehen Sie hier auch wirklich verschiedene ETFs, die Sie bei uns handeln können, wie jetzt zum Beispiel der S&P 500 Energy Index. Können Sie auch zum Beispiel hier mal einfach draufklicken. Dann sehen Sie ein bisschen eine Übersicht. Also das Datum ist einfach das jetzige Datum. Sie sehen ein bisschen das Handelsvolumen, den Eröffnungskurs, den Schlusskurs und natürlich auch entsprechend die Veränderung, die der ETF durchgemacht hat. Sprich, wenn Sie einen bestimmten ETF in einer Anlageklasse suchen, dann nutzen Sie den ETF Finder. Sie können hier natürlich auch geografisch eingrenzen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel einen ETF speziell für China wollen, können Sie natürlich hier einfach geografisch eingrenzen nach China.
Gut, und wir haben es noch davon gehabt, also wirklich wichtig natürlich für die Performance Ihres Portfolios sind natürlich auch die Gebühren. Da gehen wir jetzt mehr im Detail drauf ein. Und zwar finden Sie die, wenn Sie auf Trading klicken, dann haben Sie hier die Lasche Tarife. Und was halt wirklich interessant ist bei Swissquote, Sie zahlen keine Kontoführungsgebühren und die Depotgebühren belaufen sich im Quartal auf 0,025%, was ein Minimum von 15 Franken mit einem Maximum von 50 Franken pro Quartal, sprich maximal 200 Franken im Jahr. Und ich habe es vorhin angesprochen, bei den ETF Leaders und auch die Themes Trading können Sie für 9 Franken flat handeln. Und natürlich, man handelt jetzt wahrscheinlich nicht nur ETFs und nicht nur Themes, sondern will auch mal eine Aktie handeln. Dann haben Sie hier eine Übersicht. Sie haben hier die Preisübersicht. Das wäre jetzt für den Schweizer Markt. Sie sehen, wir bewegen uns immer in Ranges, sprich von 0 bis 500 Franken würden Sie 9 Franken Gebühren bezahlen, von 500 bis 2000 dann 20, von 2000 bis 10.000 30 und so weiter. Das heißt, wir bewegen uns immer in Ranges. Sprich, es macht wenig Sinn, wenn Sie jetzt einen Trade für 550 Franken platzieren, weil dann zahlen Sie einfach die Gebühren der nächsten Range, sprich 20 Franken. Bei einem Betrag von 500 würden Sie jetzt nur die 9 Franken zahlen. Und das ist, Sie können das hier filtern nach den verschiedenen Märkten. Sie sehen hier, es variiert auch, also auch die Ranges. Hier ist die Range zum Beispiel von 0 bis 2000, wäre bei 25 Euro bzw. Pfund. Und so weiter, also von 2.000 bis 10.000, dann 30 Euro beziehungsweise Pfund. Und wahrscheinlich interessant für viele Investoren sind natürlich die amerikanischen Märkte. Wir haben hier gerade letzte Woche unsere Kosten gesenkt für Transaktionen unter 500 Franken. Zahlen Sie neu nur noch 9 US-Dollar und dann auch wieder die bekannten Ranges. Also sprich von 2.000 bis 10.000 zahlen Sie 30 Dollar. Und hiermit will ich auch gleich auf unser Flat-Fee-Trade-Angebot eingehen. Und zwar, Sie sehen hier, Sie können bei uns Flat-Fee-Trades kaufen. Sprich, wenn Sie wissen, dass Sie 20 Trades im Jahr machen, dann könnten Sie ein Flat-Fee-Angebot kaufen von 20 Trades. Das heißt, Sie würden 39 Franken pro Trade bezahlen. Das macht aber wenig Sinn, wenn Sie einen Trade im Schnitt von 1.000 Franken platzieren, weil Sie würden dann entsprechend am Schweizer Markt zum Beispiel 20 Franken bezahlen. Sie sehen hier aber, wenn Sie Trade-Tickets im Schnitt von über 10.000 machen, dann würden Sie 55 Franken zahlen mit dem Flat-Fee-Trade-Angebot. Allerdings wären es nur 39 Franken bei 20 Trades. Je mehr Trades, desto günstiger ist der Durchschnittspreis pro Flat-Fee-Trade. Und noch eben, ich habe es vorhin angesprochen, die ETF Leaders können Sie für 9 Franken, Euro oder US-Dollar flat traden für die an der SIX kotierten ETFs, ETF Leaders. Die anderen ETFs werden gemäß Aktienhandel, Preisübersicht gehandelt. Da sind die Preise gleich. Und natürlich auch noch interessant bei unseren Anlagefonds, wir haben hier diverse Prime Partner. Diese können Sie auch flat für 9 Franken, Euro oder Dollar handeln. Wenn Sie mehr Informationen zu den Anlagefonds möchten, können Sie diese hier auch unter Märkte und Produkte finden. Das wäre hier unter Fonds. Genau. Und wenn Sie natürlich eine Preistabelle herunterladen wollen, können Sie das hier machen. Dann haben Sie einfach ein PDF mit der gesamten Preisübersicht. Und zu guter Letzt vielleicht noch die Kryptowährungen. Haben wir ganz, ganz am Anfang einen Trade platziert. Hier ist einfach wichtig zu wissen, was die Kosten sind. Und zwar bei einem Transaktionsbetrag von zwischen 5 und 10.000 Franken zahlen Sie 1% und dann 10.000 bis 50.000 zahlen Sie 0,75% Gebühren. Genau, das wäre es eigentlich soweit von meiner Seite. Wir wären jetzt gerne bereit, Ihre Fragen zu beantworten. Ja, vielen Dank, Mischa. Sehr spannend gewesen. Sind in der Tat einige Fragen eingegangen. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz auf die Plattform wechseln. Und zwar wurde oft gefragt bezüglich dem Währungswechsel. Also wenn ich jetzt angenommen, ich habe Schweizer Franken und ich kaufe mir eine amerikanische Aktie und ich habe die Dollar nicht auf dem Konto.
Muss ich vorher die Dollar wechseln oder eben macht das das System? Wie ist da genau der Mechanismus? Ja, danke für die Frage. Also prinzipiell, Sie können natürlich beides machen. Sie können die Dollar vorgängig wechseln. Sie müssen das aber nicht zwingend machen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel nur Schweizer Franken auf dem Konto haben und einen Dollar-Trade platzieren möchten, dann können Sie das tun. Es wird dann einfach eine Meldung erscheinen, dass Ihr Dollarkonto ins Minus fällt. Was dann aber am Ende vom Tag passiert, ist, das System erkennt, dass das Dollarkonto im Minus ist. Und es gibt einen sogenannten Auto-Forex. Das heißt, es wird automatisch Schweizer Franken in Dollar gewechselt, sodass das Konto ausgeglichen ist. Sprich, am Ende vom Tag haben Sie keine Negative Balance mehr auf dem Dollarkonto, sondern es wird einfach von den Schweizer Franken abgezogen und automatisch in Dollar gewechselt, sodass das Konto auf Null ist. Das ist einigermaßen verständlich oder soll ich noch genauer ausführen? Nein, ich finde, das ist sehr gut erklärt. Vielleicht da noch ein Hinweis von meiner Seite her. Wenn Sie natürlich Intraday handeln, also wenn Sie jetzt angenommen, Sie kaufen etwas in US-Dollar und verkaufen es am gleichen Tag, dann macht es natürlich keinen Sinn, die Dollar wirklich zu wechseln, weil wenn Sie dann im besten Fall, außer Sie verlieren natürlich das investierte Kapital, dann wird das ja dann auch gleich am gleichen Tag wieder ausgeglichen, der negative Balance im US-Dollar oder auch Euro. Das heißt, da ist jetzt nicht wirklich ein Währungswechsel notwendig. Da vielleicht noch eine Frage, die reingekommen ist bezüglich Robo-Advisor. Also eben, wir haben einfach nicht die Zeit, jetzt heute auch noch den Robo-Advisor zu präsentieren. Schreiben Sie mir aber auf die E-Mail-Adresse, die wir dann am Schluss nochmals kurz einblenden werden. Dann kann ich Ihnen gerne eine Aufzeichnung von einem älteren Webinar zum Thema Robo-Advisor schicken. Jetzt kommen sehr, sehr viele Fragen rein. Ist vorgesehen, Cardano als Kryptowährung zum Traden aufzunehmen? Wie gesagt, wir werden das Kryptowährungsangebot laufend ausbauen. Ich kann jetzt aber da nicht sagen, ob jetzt Cardano dabei ist oder nicht und wann es genau kommt, aber auch da werden wir Sie natürlich zeitnah informieren, wenn es dann soweit wäre. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz zeigen, wie du zwei Widgets nebeneinander platzieren konntest? Und weil da habe ich einige Kunden, die das nicht gesehen haben, wie das möglich ist. Genau. Also, zum einen, ich lösche jetzt das einfach mal raus, damit wir es nochmals machen können. Also, Sie sehen, hier haben wir eigentlich einfach die normale Übersicht, so alles in einer Reihe. Sie können aber hier oben auf Spalte hinzufügen. Ich hoffe, das steht Ihnen zur Verfügung. Das heißt einfach oben Spalte hinzufügen. Dann gehen wir in die Widgets rein und ziehen hier die Vermögensübersicht rein. Vielleicht sieht es bei Ihnen auch schon so aus. Dann können Sie die linke Spalte ausblenden oder eben die linke Spalte wieder anzeigen. Okay, super, vielen Dank, Mischa. Schauen wir doch mal, was da noch für Fragen reingekommen sind. Intraday-Gewinne, okay. Ja, es kommen sehr, sehr viele Fragen rein. Ich habe noch eine interessante Frage gesehen und zwar, wie kann man Namensaktien eintragen? Kann ich die eintragen und in welchem Sinn oder ja, wann macht es überhaupt Sinn, seine Namensaktien einzutragen? Kannst du da unseren Usern weiterhelfen, Mischa? Genau, also ich meine, sinnvoll, sich die Namensaktien eintragen zu lassen, ist es natürlich, wenn Sie an der Generalversammlung teilnehmen wollen oder natürlich bei Aktien, bei denen Sie zum Beispiel bei Lind und Sprüngli, wo Sie dann eine Naturaldividende erhalten jedes Jahr, da macht es natürlich absolut Sinn, sich einzutragen. Also Sie haben, wenn Sie die Aktien einwählen, eben, also vielleicht dazu, es ist nur für Schweizer Aktien möglich. Ich glaube, der Mischa hat auch wirklich erwähnt, es macht wirklich nur Sinn, wenn jetzt die Firma eine Naturaldividende ausschüttet,
Bestes Beispiel ist eben Lind und Sprüngli, aber es gibt zum Beispiel auch Kalida. Also da bekommt man jedes Jahr ein Pyjama, kann man sich auswählen, wenn man 20 Aktien hält. Sie haben, wenn du ein bisschen weiter runter scrollst, gut, wir haben jetzt hier keine Position, aber Sie sollten da eigentlich dann die Möglichkeit haben, auf der linken Seite, wo jetzt Trade steht, haben Sie dort so ein Menü, wo Sie dann meine Aktie eintragen können und Sie können das eigentlich dann wirklich bequem online machen. Das ist in der Regel relativ schnell, wird das vollzogen. Aber nochmal, also das hat keinen Impact auf die Dividende. Also wenn eine Firma Dividende ausschüttet, dann bekommen Sie diese selbstverständlich auch, auch wenn eben Ihre Aktien nicht eingetragen sind. Ich muss mal ganz kurz schauen, okay, das, was passiert bei Dividenden? Genau, vielleicht kannst du noch ganz kurz auf die Kosten und Konditionen vom Eurex-Handel eingehen. Da habe ich jetzt auch verschiedenste Fragen diesbezüglich bekommen. Sehr gerne. Schauen wir doch auch gleich hier wieder via Trading und dann auf die Tarife. Und Sie sehen hier, die Optionen und Futures können Sie bereits ab 1,50 Franken handeln. Wenn wir hier auf Options und Futures gehen, dann sehen Sie hier auch gleich an der Eurex gehandelte Optionen, sehen Sie hier die Kommission, wie gesagt, 1,50 Franken. Auf Aktienoptionen wären das zum Beispiel auch 1 Euro. Das Minimum beläuft sich hierbei auf 5 Euro bzw. 5 Schweizer Franken. Bei Telefon sieht das dann nochmals ein bisschen anders aus. Genau, aber hier finden Sie eigentlich alle Informationen betreffend den Eurex-Optionen, was Sie dafür zahlen. Ja, danke, Micha. Es scheint so, als hätten wir da einige Crypto-Users hier bei uns heute im Webinar. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erwähnen, eben, wie sieht der Handel mit Bitcoins, Ethereum, allgemein bei den Kryptowährungen über Swissquote aus? Also eben, man erwirbt die Coins direkt und man kann diese auch transferieren. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz zeigen, wo diese Funktion den Kunden zur Verfügung steht? Genau, also dann gehen wir wieder zurück ins E-Trading-Konto rein. Für diejenigen, die die Krypto-Plattform bereits aktiviert haben, gehen wir in die Kontoübersicht. Und dann sehen Sie hier die Kryptoanlagen. Also wichtig zu wissen, wie Cyril angedeutet hat, Sie kaufen effektiv die Coins, sprich Sie halten die Coins und können diese auch raustransferieren. In unserem Fall, Sie können Bitcoin oder Ethereum, können Sie auf Ihr Private Wallet transferieren. Und zwar haben Sie diese Möglichkeit, Sie können hier einerseits die Bestände einsehen und auch raustransferieren. Weil wir jetzt noch keine Bitcoin haben, muss ich das auf einem Umweg machen. Wir gehen hier in die Kontoübersicht und dann bei Zahlungen und Überweisungen haben Sie hier eine Lasche Überweisungen von Kryptowährungen. Und wichtig zu beachten ist, Sie können zum Beispiel von Ihrem Private Wallet auf das Swissquote Wallet einzahlen. Sie können aber auch vom Swissquote Wallet abheben. Das sehen Sie hier unter Punkt 2. Und zwar auf Ihr externes Private Wallet. Und zwar sehen Sie hier, Sie können auswählen bei den verschiedenen Kryptoanlagen, können Sie hier die Bitcoin oder Ethereum auswählen. Momentan können Sie nur diese zwei Coins raus oder rein transferieren. Und bei der Einzahlung ist zu beachten, wir dürfen nur von Private Wallets akzeptieren, beziehungsweise von den 4 Exchanges, die wir hier aufgelistet haben. Und zwar, Sie sehen hier wieder Bitcoin oder Ethereum. Und wir nehmen jetzt hier mal einfach zum Illustrieren, nehmen wir hier das Private Wallet, geben hier Bitcoin ein. Dann gehen wir auf, dann sagen wir, wir wollen einen Bitcoin zum Beispiel rein transferieren und bestätigen, dass die Kryptowährung von unserem persönlichen Wallet senden. Das ist sehr wichtig, weil, wie gesagt, wir dürfen es nicht von Exchanges akzeptieren. Das heißt, wenn Sie es von einer Exchange schicken, von der wir die Kryptos nicht akzeptieren dürfen, werden diese blockiert und wir müssen Ihnen diese zurückschicken.
Ja, vielen Dank, Mischa. Vielleicht noch eine Frage, die kann ich vielleicht direkt auch selber kurz beantworten. Und zwar, wie schnell es geht oder wie schnell man Bitcoins verkaufen kann. Also grundsätzlich, ja, das geschieht innerhalb von Sekunden. Aber da kommt es natürlich auf die Limiter drauf an, die Sie platziert haben. Es kommt auf die Liquidität drauf an. Vielleicht kann Mischa noch mal ganz kurz in die Ordermaske von Bitcoin eingehen. Und das ist aber auch, wenn Sie Aktien traden, egal was. Sie haben ja immer den sogenannten Geldbriefkurs, das heißt der Kurs, zu dem Sie kaufen, der Kurs, zu dem Sie verkaufen können. Und Sie sehen dann links davon auch die sogenannte Size, die Menge. Und die gibt Ihnen an, zu diesem Preis sind jetzt aktuell so und so viele Bitcoins zur Verfügung. Und wenn natürlich die Liquidität nicht gegeben ist, dann kann es sein, dass die Order, also dann bleibt die Order einfach im Auftragsbuch pendent, bis sie dann unter Umständen ausgeführt werden kann. Also ob der Trade innerhalb von einer Sekunde ausgeführt wird oder innerhalb von Stunden, ist abhängig vom Preis, den Sie angeben und natürlich auch von der Liquidität, die aktuell zur Verfügung steht. Vielleicht noch ganz kurz, kannst du noch mal erklären, was ist der Unterschied zwischen der E-Banking-Übersicht, also der Kontoübersicht, und dann der effektiven Trading-Plattform? Ja, sehr gerne. Also in der E-Banking-Übersicht, das ist eigentlich das klassische E-Banking, wie Sie es bei anderen Banken auch finden. Hier können Sie eigentlich so ein bisschen Ihr Konto verwalten. Sprich, wenn Sie zum Beispiel Guthaben hinzufügen möchten, dann können Sie hier klicken und entsprechend zum Beispiel mit einer Kreditkarte einzahlen. Oder auch natürlich eine Banküberweisung machen. Hier erhalten Sie einfach eine Übersicht über Ihre verschiedenen Konten, die Sie bei der Swissquote haben. Sprich, Sie können hier eine Zahlung ausführen. Sie können hier eigentlich in der E-Banking-Plattform Ihr Konto managen und in der Trading-Plattform können Sie dann effektiv Ihre Investitionen vornehmen. Aber E-Banking ist wirklich dafür da, um Zahlungen zu machen oder eben Dokumente herunterzuladen für die Steuererklärung zum Beispiel. Oder generell, um sich eine Übersicht über die verschiedenen Vermögenswerte zu verschaffen. Die E-Trading-Plattform dann ist effektiv für den Kauf von Aktien oder für Ihre Investitionen. Vielen Dank, Mischa. Ist noch eine Frage eingetroffen bezüglich Mindesteinzahlung bei einer Kontoeröffnung? Nein, das gibt es bei uns nicht. Es gibt keine Mindesteinzahlung, die getätigt werden muss. Kannst du, Mischa, vielleicht noch ganz kurz auf die Formulare eingehen, den Usern zeigen, wo sie Formulare finden. Sie können natürlich bei uns auch Vollmacht entsprechend andere Person eine Vollmacht geben. Und da ist eine explizite Frage gekommen, wie man jetzt auch zum Beispiel Wertschriften zu uns transferieren kann. Und vielleicht kannst du da kurz zeigen, welches Formular man hierfür am besten verwendet. Genau, also prinzipiell, wie gesagt, Sie können wieder über die Lushed Trading gehen und einerseits finden Sie diese Dokumente, finden Sie bei Trading unter Service und dann Dokumente und Formulare. Dann können Sie einfach hier draufklicken und dann sehen Sie effektiv die Dokumente, die Sie benötigen. Hier wäre auch die Bankverbindung der Swissquote oder auch, falls es mal sein muss, der IBAN-Rechner. Aber hier unter Verwaltung und Dienste sehen Sie wirklich alle Dokumente, die Sie eigentlich benötigen. Also Sie können hier zum Beispiel eine neue Vollmacht geben, zum Beispiel ja, irgendjemandem halt, der Sie benötigt. Oder auch für die Überweisung von Titel zu Swissquote können Sie hier dieses Formular verwenden, Barüberweisung und Wertschriftentransfer. Können Sie einfach mit einem Klick herunterladen und das sieht dann so auf, also das wäre ein Wertschriftentransfer zu der Swissquote Bank. Sie können hier einfach, Entschuldigung, die Wertschriften eintragen. Hier können Sie den Namen der Wertschrift, Symbol und die Anzahl und das Ihrer momentanen Bank geben mit der Bitte zur Übertragung an die Swissquote Bank. Danke, Mischa. Dann, wir sind mit der Zeit schon bereits rüber. Letzte Frage, das ist eine persönliche Frage an dich, und zwar, ich weiß, du bist ja ein Fan von Candlesticks, von allgemein von technischer, sogenannter Chartanalyse. Gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst? Ja, also jetzt betreffend Candlesticks, sicher das Buch Candlestick Analysis. Den Autor weiß ich leider gerade nicht mehr.
Sie können mir aber gerne eine E-Mail schreiben. Ich habe da einige E-Books zur Hand, aber sicher ist Candlestick spezifisch, wäre es einfach Candlestick Analysis. Wenn Sie das googeln, werden Sie das finden. Ist so ein gelbes Cover mit Candlesticks. Das ist so ein bisschen das Bekannteste, was jetzt die Candles angeht. Aber einfach eine E-Mail schreiben und ich schicke dann mehr Informationen. Dann kannst du vielleicht zum Schluss noch nochmals auf die Präsentation gehen, nochmals die genau auf diesen Slide gehen. Falls Sie die Aufzeichnung im Nachhinein wünschen, dann schreiben Sie mir auf die eingeblendete oder schreiben Sie uns auf die eingeblendete E-Mail-Adresse. Falls es noch irgendwo offene Fragen wären, zögern Sie nicht und schreiben Sie uns. Sie dürfen natürlich auch unseren Kundendienst kontaktieren. Muss aber fairerweise sagen, wir haben aktuell extrem viele Anfragen, ist vielleicht ein bisschen mit zusätzlichen Wartezeiten verbunden. Also nutzen Sie die Gelegenheit und schreiben Sie uns doch direkt, wenn Sie noch Fragen zu unseren Services, zu unseren Angeboten oder einfach auch die Webinaraufzeichnung wünschen. Auch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie teilgenommen haben. Und wie gesagt, wenn etwas ist, gerne eine E-Mail schreiben. Wir antworten dann so schnell wie möglich. Und in diesem Zusammenhang wünsche ich Ihnen einen guten Appetit, falls Sie es noch nicht gegessen haben, und einen schönen Abend.